Zack, und direkt der nächste geht rein. Ja, das ist der absolute Hammer. Schön mit zwei Posen an der Belaya. Ich musste ja letzte Woche Freitag zum wöchentlichen Freitags-Belaya-Wettangeln hier mit der Pose angeln. Und es war mega erfolgreich. Es war richtig, richtig gut. Und ich habe richtig Cash gemacht. Und wie und wo, zeige ich dir jetzt. Und zack, da geht der nächste rein. Der nächste Brocken hier an der Belaya. Ich stehe hier gerade nur in Anführungszeichen mit zwei Matchrouten. Also mit zwei Posenrouten. Und ja, es läuft richtig gut. Wir können gleich mal kurz schon in den Kescher reinschauen. Ich bin noch gar nicht so lange hier, aber bisher läuft es gut. Ich bin jetzt seit 4 Uhr morgens ungefähr, 4:30 habe ich hier angefangen, die ersten Köder rauszuwerfen. Ich habe erstmal ein bisschen getestet, welche Köderkombination funktioniert. Da kann man natürlich immer schön auf die All-Time-Records reingehen, dass man sich einfach mal anschaut, welche Köder allgemein funktionieren oder haben hier auch schon mal funktioniert. Und dann wird ausprobiert. Was natürlich dazu auch noch super wichtig ist, in welcher Höhe präsentieren wir die Köder. Das heißt, gehen wir eher so auf 60, 70 oder auf ein bisschen tiefer, so auf 90 cm, auf 1 Meter Tiefe. Also da muss man schon immer so ein bisschen variieren und ein bisschen rumprobieren. Das ist auch immer so ein bisschen wetterabhängig. Wenn es mal ein bisschen wärmer wird, ruhig ein bisschen weiter nach oben gehen mit den Ködern. Und wenn es relativ kalt ist, dann auch ruhig mal ein bisschen tiefer präsentieren, die Köder. Aber auch das, wie gesagt, muss man einfach ausprobieren. Ich lasse die Routen, die beiden oder die Posen jetzt immer nur so ein kleines Stückchen hier vor meiner Nase lang schwimmen. Also von hier, wo jetzt gerade ausgeworfen, bis jetzt ungefähr da, wo die rote Pose hier jetzt gerade ist. Also so ein Stückchen hin und her und danach kommen die wieder zurück, weil mir das sonst alles hier aus dem Sichtfeld entgleitet. Und hier vorne in dem Bereich waren eben jetzt gerade auch schon recht viele Einschläge. Also es passt schon mal ganz gut. Wir gucken mal kurz in den Kescher rein. Zack, 12 Minuten, 17 Fische. Also alles richtig gemacht. Wir können da auch gleich gerne nochmal preislich reingucken. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Also bisher sieht das schon wirklich gut aus und kann gerne so weitergehen. Jetzt tatsächlich erstaunlich wenig, wie es sich gehört, immer typisch, ne? Man macht gerade das Video an, schon läuft wieder nichts. Naja, gucken wir mal, vielleicht geht ja gleich noch eine Trophy rein. Wäre auch typisch für ein Video, muss ich ja zugeben. Also gucken wir mal, was hier gleich noch passiert. Ich ändere vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen die Köder. Ich hatte nämlich gerade zum Beispiel hier noch eine Maikäferlarve mit drauf. Die können wir mal reinhalten. Vielleicht gehen die ja und locken die jetzt gerade bei den Temperaturen oder bei den Witterungsverhältnissen. Vielleicht sind die ja gerade ein bisschen mehr interessant. Und ich ändere hier vielleicht auch nochmal auf eine Bremse. Nehmen wir mal zwei so Fliegenarten. So, zack, zack. Ja, Doppelköder, den Doppelköder kann man halt leider erst später verwenden. Mit 85% im Spinning. Mit 85% im Posenangeln. Gucken wir mal gerade rein hier. Ins Posenangeln. So, wo sind wir hier? Bei der Match-Pop-Up-Köderfisch-Montage. Wo ist es? Da, Köderkombination. Das ist es. Das könnte 85% sein, wenn ich mich noch richtig dran erinnere, könnte das gut sein. Das heißt, so ungefähr mit 80% hat man dann ja schon die Chance, das zu nutzen, wenn man diese fantastische Route sich gönnt. Und das ist auch tatsächlich eine der besten Matchrouten im Game durch die Plus auf die Montagearten und durch diese Plus 5%. Die sind halt super wichtig hier. Plus 5% auf Posenangeln. Heißt also, mit dieser Route kann man schon mal 5% eher die Doppelköder verwenden. Und das wollen wir ja. Doppelköder ist einfach essentiell. Sobald man das hat, macht das nochmal einen riesen Unterschied im Game. Dann hat man einfach nochmal mehr Lockchance und nochmal eher die Chance, etwas zu fangen. Denn die Regel ist, oder die Kombination sozusagen, ein Köder und noch ein Köder ergibt nicht zwei Köder, sondern 2,5. Also es gibt einmal die Lockwirkung,
von diesem einen und die Lockwirkung von dem anderen und zusätzlich eben noch so eine Kombinationslockwirkung sozusagen oder fast drei dann sozusagen. Das heißt, wir haben mit diesen drei Ködern oder mit diesem Doppelköder dann, wie gesagt, ja einfach nochmal eine zusätzliche Lockwirkung. Und die machen wir uns natürlich zunutze, das wollen wir natürlich ausnutzen und ja, damit vielleicht sogar einfach nochmal die dickeren Brocken fangen. Ganz wichtig, wenn ihr damit anfangt, wenn euch das alles ganz neu ist, schaut am besten rein in die Stipp-Rekorde. Die ganzen Stipper, die sind schon ziemliche Profis, die meisten zumindest. Und bei den Stippern kann man sich immer einiges abgucken an Köderkombinationen. Sehr viel sieht man da ja sonst leider nicht. Zack, oha! Sonst sieht man ja leider nicht so ganz viel, was da sonst noch alles so, also mit der Ködertiefe und sowas, das sieht man ja leider alles nicht. Oh, jetzt schnell auf die andere. Dübel, schnell der Wechsel. Wechsel, Wechsel, Wechsel und auch noch gehakt, aber irgendwas Kleines nur. Ui. Also, da kann man sich zumindest immer die Köder abgucken und dann muss man eben nur noch in Anführungszeichen ein bisschen rumexperimentieren, wo man hinwirft, wie weit man rauswirft und ja, dann welche Tiefe man den Köder präsentiert und ähnliches. So, raus damit. Und zuppelt da schon wieder was? Mir reichen momentan tatsächlich zwei. Man könnte, wenn man sich voll konzentriert darauf und nicht noch nebenbei ein Video macht, könnte man natürlich hier auch mit drei Routen stehen. Drei Matchrouten, zack, zack, zack. Drei verschiedene Köderkombinationen vielleicht sogar. Und dann Attacke Vollgas und gucken, dass man hier einen nach dem anderen rauszieht. Weißt du was? Wir machen jetzt hier mal eben die Bremsen dicht, links und rechts. Und wir schauen mal eben kurz rein, was das denn jetzt hier in der kurzen Zeit schon gebracht hat. Also, wir haben jetzt hier 19 Fische in knapp 15 Minuten, 150 Silber. 15 Minuten, 150 Silber. Das ist mal ordentlich. Das ist mal richtig ordentlich. Dazu kommt natürlich schön in diesen Gewichtsklassen, wo eben auch die Kaffeeaufträge sind. Heißt also hier so diese 800 Grammer Eschen natürlich dabei, die größeren Barfos. Wobei hier die Stelle wusste ich vom Livestream, hier hatte ich mehrere Eschen gefangen. Bachforellen waren eher so an den Enden vom Gewässer. Einmal ganz im Norden, einmal ganz im Süden. Aber bisher richtig, richtig gut. Und guck mal hier, bei den ganzen Fischen hier nur viermal kleine unmaßige, der Rest komplett maßige Fische. Das ist einfach top. Also, das macht's, glaube ich, aus. Und ja, es ist gar nicht so schlecht, muss ich gestehen. Ich muss es gestehen. Also ich hätte es echt nicht gedacht, dass man hier ganz gut mit der Pose auch was rauszieht. Ich habe immer so ein bisschen Angst hier vorne mit dem Grünzeug, dass ich da gleich irgendwie verhedder und dann irgendwie mal irgendwo anders hinreisen muss. Deswegen bin ich hier immer so ein bisschen vorsichtig, das da durchzuziehen. Ist halt nicht immer so gut. Da rennen wir doch lieber einmal hier kurz rum, anstatt den Haken hier durch das Gras zu ziehen. So, und jetzt werfen wir noch mal ein bisschen weiter aus. Vielleicht ist das ja interessant. Gucken wir mal. Einmal ranzoomen. Na, guck, da hinten geht schon wieder einer ran. Und hart in die Bremse sogar. Richtig schön, wie gerade eben die Bachforelle mit über 2 Kilo. Die ist sogar ein bisschen abgeschossen. Die konnte ich fast nicht halten. Und da geht die nächste rein. 1,8 fast. Richtig gut, ey. Richtig, richtig gut. Auf die Köderkombi. Also, das scheint richtig gut zu funktionieren. Ich baue das hier auf diesem Setup auch am besten nochmal um. Das scheint tatsächlich im Moment die beste Köderkombination zu sein. Also insgesamt bin ich jetzt gerade hier nur wie beim Spinning mit 6,9 Kilo Vorfachsmaterial komplett. Also das hier ist Fluorocarbon-Schnur komplett. Und ja, hier natürlich jetzt gerade eine übertriebene Rolle. Das braucht man natürlich nicht. Ich habe ja hier nur 6 Kilo Setup, ne, aufgrund der Schnur. 6 Kilo Setup. Aber das Schöne ist, diese Tagaras hier, diese großen Rollen, die kurbeln schnell ein. Und das Einkurbeln, das zeige ich jetzt gleich auch nochmal, wie ich damit am besten hake. Aber so vom Setup her würde man auch mit einem kleineren Setup natürlich gut klarkommen. Viererhaken hier drauf, relativ groß. Viererhaken, Eintagsfliege und Bremse
Und wenn ich auf eins verzichten würde, ja, wir wollen ja hier gerade auf Mistkäfer, ich würde entweder oder, also wenn ihr hier mit zwei Routen seid, entweder Eintagsfliege oder Mistkäfer testen, klar, mit der Köderkombination natürlich direkt beides testen. Ja, und was halt wichtig ist, damit man auch locker hakt, Einholgeschwindigkeit hier auf 50 stellen, plus Shift gedrückt halten, wenn ihr die Route aufnehmt. Beim Abstellen lassen wir natürlich den Bügel offen, ganz, ganz, ganz wichtig, denn wenn wir hier aufheben, die Rute, zack, und sofort hier anheben, dann wollen wir natürlich nicht, also wir sehen vielleicht, da zuppelt ein Fisch, und wenn wir dann schon die Rute aufheben und die Schnur ist stramm, dann ruppt das natürlich so vorne an der Spitze und der Fisch haut vielleicht ab. Dazu kommt hier am Belaya, wir haben ja fließendes Gewässer. Das bedeutet, wir müssen natürlich auch die ganze Zeit immer ein bisschen Schnur da lassen. Und dementsprechend wollen wir hier natürlich auch, dass das hier schön weiter treibt. Also müssen wir natürlich auch locker lassen. Zack, wieder hier, zack. Und nicht gehakt, der Schlingel. Vielleicht irgendwas ganz Kleines nochmal da dran gewesen. Das passiert natürlich auch. So, jetzt schön wieder raus damit. Das war ein bisschen zu weit. Ich habe jetzt nicht geklippt, aber ich habe mir da jetzt so eine Stelle so ungefähr gemerkt, immer wie weit. Und dementsprechend werfe ich dann auch immer weiter aus. Ich merke mir das immer mit dem Aufladen der Ruten sozusagen. Wie weit lade ich den Auswurf aus? Den Auswurf auf. Und wenn ich dann merke, an der Stelle geht was rein, werfe ich halt immer wieder mit dem gleichen Aufladen immer wieder an die gleiche Stelle. Ohne den Clip, weil den brauchen wir jetzt hier gerade beim Treiben lassen natürlich nicht. Und hier die rote, die haut jetzt gerade schon wieder ab, so langsam aus dem Sichtfeld. Das heißt, die kommt schon wieder rein. Zack. Wollen wir nicht, dass die da so lange und wegtreibt. Wir wollen hier vorne in dem Bereich angeln. Und dann, wie gesagt, hier Einholgeschwindigkeit 50, das ist halt wichtig, mit Shift. Und dann beim, vielleicht noch die rechte Maustaste auch noch so ein bisschen dazu. Und dann hakt das in der Regel auch ganz gut an. So, na guck, also nächster Brocken, nächste schöne Bachforelle, genau in der richtigen Größe für den nächsten Kaffeeauftrag, so er denn dann drinne ist. Im Moment sind sie, glaube ich, nicht drin, aber so 800er, 900er, das sind genau die richtigen. Also, das schmeckt doch jetzt schon wieder hier, 22 Fische. Ich bin gespannt, was das hier zusammen bringt, wenn man das mal durchzieht auf eine Stunde. Ich denke mal, in der Nacht wird es ein bisschen weniger sein. Das heißt, hier in der Nacht, die hohe Frequenz kann man leider nicht so ganz beibehalten. Hatte ich im Turnier auch schon getestet. Aber auch da gehen tatsächlich große Brocken rein. Also auch da beißen die Bachforellen und auch die Eschen sind auch durchaus mal in der Nacht aktiv. Von daher kein Stress, irgendwann gehen die schon rein. Also gerade hatten wir 150 Silber, gucken wir mal, jetzt ein paar Fische dazugekommen, sind wir schon bei 188. Ein paar sind noch mit dabei, ihr seht hier 24 Silber für einen Fisch, schmeckt bei 200 Silber in 22 Minuten. Perfekt. Ja, mal was ganz anderes hier an der Belaya, aber kann man tatsächlich mal ganz gut machen. Petri Lümmels zieht raus die Brocken, probiert doch auch mal aus, probiert auch mal andere Köder aus. Gerne auch die ganzen Köderkombinationen teilen, einfach hier unterm Video kurz reinschreiben. Ich schaue mir das alles immer gerne an. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten Videos mal, entweder im Livestream auf YouTube oder mal im Livestream auf Twitch. Damit ihr den Livestream auf YouTube nicht verpasst, auch gerne hier die Glocke reinballern hier, wenn ihr den Kanal schon abonniert habt, denn dann gibt es eine Info, wann ich da live bin. Und auf Twitch natürlich immer, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.